Martin, du bist Luca Hanni-Fan. Was? Das stimmt doch gar nicht. Luca Hanni ist langweilig. Du hast aber ein Foto von ihm auf Instagram gepostet. Das war nicht ich. Hey Fred, wie ist das möglich? Vielleicht hat jemand dein Instagram-Passwort geknackt und das Foto gepostet. Okay, ich geb's ja zu. Ich hab dich zufällig dabei beobachtet, wie du dein Passwort eingegeben hast. Hey, geht's noch? Entschuldige, Selin. Das war wirklich gemein, Sandro. Aber keine Angst, Selin. Das ist schnell passiert. Ein Passwort herauszufinden ist einfacher, als man denkt. Moment, ich berechne. Dein Passwort ist Lucky. Stimmt, so heißt unser Hund. Lucky, wie hast du das gemacht? Um ein Passwort zu knacken, gibt es verschiedene Methoden. So wie die von Sandro zum Beispiel. Eine Person dabei beobachten, wie sie das Passwort eingibt und sich dieses dann merken. Kriminelle Hacker haben aber ganz eigene Tricks auf Lager. Sie haben Passwortlisten, die sie der Reihe nach ausprobieren, bis sie irgendwann das Richtige herausfinden. Weil viele Leute die gleichen einfachen Passwörter benutzen, geht das oft schnell. Hacker klauen auch Passworttabellen von Servern und entschlüsseln diese dann in aller Ruhe. Damit verdienen sie viel Geld. Echt? Mit Passwörtern kann man Geld verdienen? Ja, klar. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Die Hacker erpressen zum Beispiel die Besitzer der Server. Mit den Passwörtern gelangen sie auch an wichtige Daten wie Kreditkartennummern und überweisen Geld auf ihre eigenen Konten. Oder sie verkaufen die Listen im Darknet an andere Kriminelle. Manche Hacker arbeiten sogar im Auftrag von Regierungen und haben die Aufgabe, an geheime Informationen über andere Länder zu gelangen. Das ist ja doof. Und wie kann ich mich vor solchen Hackern schützen? Du brauchst ein sicheres Passwort, das man nicht knacken kann. Am besten erkläre ich euch das am Beispiel eines Fahrradschlosses. Dieses Schloss hat drei Rädchen, die je aus den Zahlen 0 bis 9 bestehen. Es ist schnell geknackt, weil es nur 1000 Kombinationen zulässt. Ein normaler Computer hat die richtige Kombination innerhalb einer Millisekunde berechnet. Wenn das Schloss aus 8 Rädchen besteht, dann sind es schon 100 Millionen Kombinationen. Aber auch dafür braucht der Computer weniger als eine Sekunde. Nehmen wir nochmals 4 Rädchen dazu und erweitern jedes Rädchen mit Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen, dann sind es unglaublich viele Kombinationen. Auf jeden Fall dauert es dann Millionen von Jahren, bis ein einziger Computer die richtige Kombination berechnet hat. Fred, bei so vielen Zahlen wird mir ja ganz schwindelig. Was ist denn jetzt ein sicheres Passwort? Entschuldige. Was ich eigentlich sagen wollte, je mehr Kombinationen der Computer ausprobieren muss, desto länger dauert es, bis er das Passwort geknackt hat. Besteht dein Passwort aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben und Sonderzeichen, müssen Hacker viel mehr Kombinationen ausprobieren, um dein Passwort zu knacken. Nimmst du nur wenige Zahlen, haben sie leichtes Spiel. Und dein Passwort muss möglichst lang sein, mindestens 8 Zeichen. Alles klar. Dann ist Sommer 2019 also ein sicheres Passwort? Leider nicht. Die Hacker wissen, welche Passwörter oft benutzt werden und probieren diese zuerst aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Passwort oder Hallo sind zum Beispiel sehr beliebt, aber unsicher. Das gilt auch für Begriffe aus dem Wörterbuch. Bekannte Namen, Orte, Jahreszahlen oder dein Geburtstag. Deshalb ist Sommer 2019 kein sicheres Passwort, weil es aus einem bekannten Wort und aus einer Jahreszahl besteht. Am besten denkst du dir ein Fantasiewort aus, wie Duselwusel oder Mi-Mo-Mu, und kombinierst es mit Zahlen und Sonderzeichen. Wie wär's mit Querz? Das steht bestimmt nicht im Wörterbuch. Nein, aber das ist eine von vielen bekannten Kombinationen auf der Tastatur. Und die kennt jeder Hacker. Wie wär's mit x-ab-37-fg-prozent-ku77@? Das ist schon sehr sicher. Aber dieses Passwort kannst du dir vielleicht nicht merken, weil es zu lange ist und keinen Sinn ergibt.
Stimmt, ich habe es schon wieder vergessen. Es gibt einen guten Trick. Denkt euch einen Merksatz aus und benutzt nur die Anfangsbuchstaben und Zahlen. Diese ergänzt ihr dann noch mit unterschiedlichen Sonderzeichen. Mein Hund hat 4 Pfoten und 2 Ohren. Cool! Dieses Passwort muss ich mir unbedingt aufschreiben. Du darfst das Passwort auf einen Zettel schreiben, damit du es dir besser merken kannst. Den Zettel solltest du aber an einem geheimen Ort aufbewahren. Sobald du das Passwort auswendig gelernt hast, kannst du den Zettel vernichten. Auf keinen Fall darfst du dein Passwort aber auf deinem Computer abspeichern. Zum Beispiel in einer Excel-Tabelle. Dort kann es leicht von Hackern gefunden werden. Und noch ein Tipp. Ich würde für jeden Account, also überall, wo du dich einloggen musst, ein anderes Passwort wählen. Für jeden Account? Dann muss ich mir ja mehr als 7 Passwörter merken. Ich weiß, ihr Menschen habt ein schlechtes Gedächtnis. Aber mindestens 2 oder 3 Passwörter sollten es sein. Wenn jemand dein Passwort knackt, hat er sonst Zugriff auf all deine Konten. Stell dir vor, du hast einen Schlüssel, mit dem du die Haustür, das Fahrrad, den Briefkasten und den Garderobenschrank öffnen kannst. Wenn jemand diesen Schlüssel klaut, hat er Zugang zu all diesen Dingen. Ebenso ist es mit den Passwörtern. Da muss man ja richtig vorsichtig sein. Hast du denn noch weitere Tipps für uns? Es gibt auch noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die wird immer beliebter. Sie besteht aus 2 Teilen. Zuerst gibst du dein Passwort ein. Dann erhältst du einen Code auf dein Handy geschickt, zum Beispiel per SMS. Deine Handynummer hast du bei der Anmeldung hinterlegt. Erst wenn du das Passwort und den Code eingegeben hast, bist du angemeldet. Leider bieten nicht alle Seiten diese Möglichkeit an. Und das Ganze dauert natürlich etwas länger. Mit einem cleveren Merksatz oder einer originellen Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bist du aber gut geschützt. Danke, Fred. Jetzt muss ich aber ganz schnell das Luca-Handy-Foto löschen und ein neues Passwort setzen. Ich auch. Mein Passwort ist nämlich nicht sicher. Entschuldige nochmals, liebe Schwester. Viel Spaß beim Herumtüfteln.